Ja, danke fürs Kommen. Mein Name ist Ulf Brandes und ich wollte euch heute mal die Gemeinwohlökonomie vorstellen und unter einem Aspekt, den ich selbst eigentlich persönlich das Spannendste finde, nämlich das als einen Open-Source-Ansatz zu begreifen. Das ist, glaube ich, eine unorthodoxe Perspektive. Ich denke, die meisten, da kommt Gerd Hofi hin, der ist ein Protagonist der Gemeinwohlökonomie hier in Berlin. Die meisten, die die GWÖ umtreibt, sehen darin entweder ein Element der Politik oder eine Revolution für Firmen. Heute sprechen wir über die GWÖ unter dem Aspekt Open Source, aber natürlich ist die Frage, wie kommt Gemeinwohl ins Haus? Und viele Firmen sehen sich heute mit ganz anderen Fragen konfrontiert, die ihnen bisher sich keiner getraut hat zu stellen. Ja? Manche stellen sich die Fragen auch selber, warum gibt es uns denn eigentlich? Also nicht als Mensch, sondern als die Firma. Was tun wir denn? Was ist denn der Sinn von dem, was wir eigentlich hier jeden Tag morgens ins Büro, Meeting oder ich fahre rum oder was immer meine Aufgaben sind. Und da gab es lange Zeit ganz einfache Antworten drauf. Ja, Shareholder Value, Geiz ist geil. Wer es noch kennt, so die Klassiker aus einem vergangenen Jahrhundert. Auch von der Haltung her, ne, das ist so ein ganz anderes Bild, mit dem ich letztlich über auch Beruf nachdenke und so Ideen wie Berufung stecken ja in dem Wort eigentlich drin, aber es ist irgendwie untergegangen, unserem Fokus auf finanzielle Aspekte. Ich glaube, es ist vorbei. Das ist mein Gefühl. Auf so einer Konferenz wie heute stelle ich auch wieder fest und bin auf einigen Konferenzen von der Art, da ist so ein neuer Geist, der kommt auf und das sagte auch der Andreas Wichmann drüben, der den anderen Track leitet. Du gehst hier rum und es ist an allen Tischen eigentlich ein ganz ähnlicher Dialog letztlich. Da ist so ein Wunsch nach einer Veränderung, wenn man es überlegt hat und mit welchem Begriff Obama vor 4 Jahren die letzte Wahl gewonnen hat. Change, ja, also irgendwas treibt uns hier um und dass das hier vorbei sein soll mit dem Geiz und der Finanzgeschichte, naja, ganz ohne geht es nicht. Ja? Also eine Firma braucht eine Überlebenskraft und Geld ist irgendwie auch ein Mittel, zwar sicherlich kein Zweck, aber ein Mittel. Aber es existieren halt noch ganz andere Dinge und also ich habe 3 Kinder und spätestens seitdem ich die habe, ist mir nochmal richtig bewusst geworden, was wir alles ausblenden an Lebenswirklichkeit in unserer Wirtschaftswelt. Und ich bringe das mal einfach jetzt für den Talk hier versuchsweise unter das Dach von dem Begriff der Wertschätzung. Weil das ist ein Element, das bei all diesen Geiz ist geil und Finanz- und Shareholder-Value-Bankenthematiken irgendwie zu kurz kommt. Dann gehen wir kurz durch und gucken uns dann das mal im Kontext mit Open Source an. Schon eine Renaissance, die wir erleben, der Wertschätzung. Wir wollen nicht mehr, auch als Firma nicht mehr allein sein gegen alle, sondern wir entdecken den Wert von Gemeinschaft, von sowas wie einem Wir-Gefühl. Das betrifft das Verhältnis zu den Kunden natürlich ganz unmittelbar. Wenn wir den Kunden die Wertschätzung verweigern, weil wir sie ausbeuten, ausnehmen, austricksen, übers Ohr hauen. Ich meine, das macht ja keiner, aber es passiert ja. Ja, und ich war in guten Firmen und selbst da ist es passiert. Ja, aber das gilt auch umgekehrt natürlich. Ne? Also Kunden, die halt eine Geiz ist geil denke bevorzugen, da ist auch das Umgekehrte mit der Wertschätzung eigentlich angesprochen, dass es da hapert. Ja? Und ich finde, es ist einfach eine schöne Metapher, sich Gedanken zu machen, in welchen Bereichen des Lebens wir Wertschätzung von anderen fordern, da ist man schnell beleidigt, aber auch selber wirklich zu leben imstande sind. Und da im Haus natürlich für Mitarbeitende. Frage von Führungskultur, wir hatten das eben drüben in den beiden Sessions, wo ich mitgemacht habe, in der Frage, was ist eigentlich dienende Führung, was ist eigentlich ein Zusammenarbeitsgeist und kann ich zusammenarbeiten ohne Wertschätzung? Jetzt kann man den Radius größer ziehen und kann sich fragen, wie gehen wir um mit Partnern und mit Lieferanten, Firmen, denen wir zusammenarbeiten, die vielleicht, wie man an die Vergangenheit zurückdenkt, große Risiken auf sich genommen haben. Und ich kenne es heute aus der Automobilzulieferindustrie, was da Kleinunternehmen halt sich im Arbeiten mit den großen Kunden den Popo aufreißen, um die Leistung zu erbringen, die verlangt ist. Viele Firmen entdecken und haben zum Teil schon länger entdeckt, dass die Gemeinde und der Kontext, in der sie arbeiten, eine viel größere Rolle spielt, als man gerade auch in Zeiten von Virtualisierung und alles ist global meint. Ne? Also Mitarbeiter kommen aus dem Umfeld, man strahlt aber auch was ab ins Umfeld. Und hat da auch Möglichkeiten, Gutes zu tun mit den eigenen Möglichkeiten der Firma. Es gibt Firmen, die machen das schon lange. In einer habe ich einige Jahre arbeiten dürfen. Das ist toll zu sehen, was einfach auch ein globaler Weltkonzern für Möglichkeiten hat. Auch als geschmähtes Unternehmen, Konzern,
ja, wirklich sich sinnstiftend einfach um eines gemeinsamen Sinnes willen für die Gemeinden einzusetzen. Aber oft heißt es eben, na, wir sind ja global und eh in China und so. China, ja, auch ein Beispiel, wie gehen wir damit? Das sind ja nicht nur Zulieferer, das sind ja auch wieder Mitmenschen, die auch Umweltschäden vielleicht zu spüren bekommen. Mitbewerber wird bei uns traditionell gerne so gesehen, dass natürlich Wettbewerb gut ist. Und ja, jeder, der Sport macht, weiß, es ist schon auch gut, einen Gegner zu haben, mit dem ich mich fair messen kann. Aber das Wort fair ist vielleicht hier das Spannende auch. Ja, ein fairer Gegner ist jemand, dem ich eigentlich den höchsten Respekt vielleicht sogar entgegenbringe, weil da macht es am meisten Spaß. Ja, wer Tennis spielt mit jemandem, der halt das gar nicht kann, das ist sofort für alle irgendwie unschön, aber auch für einen selber, wenn man es gut können sollte, also ich nicht, auch. Und Fairness ist einfach ein Ausdruck von Wertschätzung. Was wir seit den Grünen zunehmend ins Bewusstsein gerückt bekommen haben, ist die Frage der Umwelt und das, was unser Handeln eigentlich für die Umwelt für Auswirkungen hat. Das ist eine Frage, auch wieder Stichwort Kinder, der Wertschätzung für zukünftige Generationen. Wenn ich in einer Firma arbeite, deren Umweltschäden mir auffallen, weil sie irgendwie eklatant sind, das, was man verursacht, wie erkläre ich das meinen Kindern? Papa, was machst du da? Was macht ihr da? Fragen sie vielleicht nicht mit 3, aber vielleicht mit 23. Da engen wir die Handlungsspielräume der Leute ein. Aber es geht auch um die eigene Familie und geht auch um den eigenen, um sich selbst. Also das, die viel gescholtenen Manager und die Bösen da oben, viele von denen ruinieren sich selber. Das ist auch eine Frage, wie viel Respekt habe ich denn eigentlich für mich und aber auch für den Kontext, der mir wirklich jeden Tag Kraft gibt, nämlich wer das Glück hat, eine zu haben, die Familie. Das heißt, eine Frage, die ich gerne stelle und bespreche, ist die Frage, wie groß ist eigentlich unser Wir-Begriff? Ja, wo endet das Wir? Wenn ich von Wir spreche im Firmenkontext, das sind meine Kollegen, sind wir das Team, und wir gegen die anderen, aber das sind doch andere Abteilungen, das Marketing, das Blöde halt, die Nerven. Aber eigentlich sind doch wir auch eine Firma, sonst können wir da gar nicht zusammenarbeiten. Und dann kommen wir halt hier diese ganze Kaskade letztlich weiter und ist eigentlich die Frage, wo ist es denn gut, die Grenze auch jetzt zu kappen und zu sagen, da endet jetzt mein Wir-Gefühl. Und kann man sich viele Antworten überlegen. Ich glaube, vom Grundsatz her geht es da auch um so etwas wie eine Haltung. Und aber auch um eine Kultur und eine Gesellschaft, die manches auch einfach als Ellenbogen ist gut, Geiz ist geil etc. halt uns mitgegeben hat. Vom Grundsatz her habe ich das Gefühl, wenn man mit, auch im Firmenumfeld mit Kollegen mal die Frage anspricht und wirklich auch mit dem Wort Wir, wo ist denn unser Wir eigentlich, wo endet das denn? Für wessen Belange können wir uns hier noch einsetzen? Haben wir die Kraft? Kraft ist eine Funktion, ein wichtiger Parameter. Ne? Wollen wir das? Warum wollen wir es nicht? Da kommt viel in Gang. Das ist ein ganz spannendes Thema. Und das kommt in den Firmen jetzt auch an. Also einfach jetzt ein x-beliebiges Beispiel. Aktuelle IBM-Studie, weltweit aufgelegt, 1700 irgendwas Führungskräfte, also CEOs von großen Firmen, also IBM-Kunden, befragt, was geht euch durch den Kopf, was braucht ihr, was ist wichtig, was sind die Themen. Und das ist Mainstream. Ja? Also Mitarbeiter einbeziehen, Ethik und Werte, Umgebung für Teamarbeit schaffen, Aufgaben und Ziele. Hier, Ethik und Werte, das geht mit Geiz das Geil nicht zusammen. Das ist wirklich etwas Neues, das hier passiert. Und es ist nicht irgendwie als Greenpeace, die das fordern oder Attac, es ist IBM. Die sagen, das fordert nicht IBM, sondern das hören wir von unseren Kunden, dass die das umtreibt. Ja, 1700 Befragte. Aber das ist auch kein Selbstläufer. Ne? Also auch hier aus derselben, noch eine Seite aus derselben Studie. Wenn man als jemand, der Verantwortung in einer Firma trägt, das jetzt will, weil man es begriffen hat, was immer die Quellen auch sein mögen, dass man da noch eine Baustelle hat, neben dem eigentlichen gewohnten betriebswirtschaftlichen Tagesgeschäft, die schnelle Sorge der Chaos und Unternehmen müssen geschützt werden vor der neuen Kultur. Auch wieder, da spricht nicht IBM, das ist letztlich eben das, eins der Ergebnisse ihrer Kundenbefragung und das ist eine von vielen. Ne? Ja, also da ist kein Selbstläufer und wo sollen denn Ansätze herkommen, wenn ich jetzt als Unternehmensführungsebene, wenn wir uns da fragen, okay, wir wollen das, was können wir denn machen? Wer gibt uns denn da die Antworten? Ja, geht das von selbst und mit Zuwarten? Ja, geht das per Gesetz? Ist da ein Gesetzgeber, der erst aktiv werden muss und der uns dann sagt, wie wir es machen? Sind es die Gewerkschaften? Ulrich Klotz war vorhin hier gewesen, der ist halt lange bei der IG Metall gewesen und er sagt, also unter uns,
darf man das eigentlich sagen, vermutlich ist von den Gewerkschaften da nicht viel zu erwarten. Die sind so mit ihrem Verteilungskampf beschäftigt, ja, dass die Gewerkschaften es schaffen würden, Unternehmen zu helfen, in diesem guten Ansinnen hier neue Wege zu finden, wäre ihnen eigentlich in die Wiege gelegt, finde ich. Und es ist die Frage, ob sie dazu die Kraft noch haben werden. Oder sollten es die Unternehmen einfach selber einfach, ne, versuchen, in die Hand zu nehmen und vielleicht nicht alleine, sondern gemeinsam. Das ist in jedem Fall eine komplexe Aufgabe. Und also viele von uns im Raum können das Bild interpretieren, wissen, wofür das steht. Ein Betriebssystem, das halt entstanden ist als eine wirklich komplexe Aufgabe, Linux gemeinsam was Komplexes in die Welt zu setzen. Eins der Paradebeispiele für Open Source. Und vielleicht ist die Aufgabe, den Kulturwandel in Firmen voranzutreiben, wirklich eine, die ähnlich komplex ist wie, für alle, die es kennen, mit Linux was anfangen können. Nein, also halt sowas komplett Neues zu entwickeln. Und natürlich geht das nur gemeinsam. Und es geht auch nicht, weil einer die Ansagen macht und dann machen das alle so. Sowas kann eigentlich nur entstehen. Es braucht einen gemeinsamen Geist. Einige von den Vorträgen hier auch jetzt beschäftigen sich mit der Frage, wie kommen wir in Kollaboration? Wie auch immer. Das sind viele Themen. Vom Grundsatz her ist das Paradebeispiel für Open Source. Und mein Instinkt, jetzt meine These hier für den Talk ist, was mit der Gemeinwohlökonomie gerade entsteht, ist im Grunde ein Open-Source-Ansatz für Unternehmenstransformation. Was bringt Open-Source? Ich führe den Begriff ein bisschen ein, auch wenn es durch hier schon viel Thema gewesen ist bei der Konferenz. Für mich beschreibt Open-Source einen neuen Umgang mit Innovation. Das heißt vor allem Nachvollziehbarkeit. Ich will Entwicklungen verständlich machen, statt Geheimniskrämerei und Verschleierung. Klingt jetzt ein bisschen böse, aber findet ja statt. Also allein schon Forschungsgeheimnisse. Wir hatten es drüben beim Open Innovation Talk heute gehabt. Wenn ich Forschung rausgebe, das ist ja, da spürt man diese Sehnsucht nach der Geheimniskrämerei, nach dem Schutz. Teilhabe. Ja, jeder soll teilhaben können an Verbesserungen und auch beitragen können zu ihrer Verbreitung. Ein Copyright auf eine Züchtung von einer neuen Pflanze. Ist grenzwertig meines Erachtens, ja? Weil eigentlich wollen wir doch, dass die Welt besser wird, indem möglichst viele Menschen teilhaben können an Verbesserungen, die erfunden werden. Ja, Erfinder müssen von etwas leben. Open Source zeigt, welche Wege da möglich sind. Und vom Grundsatz her wird die Welt sicherlich nicht besser, wenn wir mehr Grenzen und mehr Verbote, mehr Sperren errichten, wenn wir mehr Geheimniskrämerei und dergleichen machen, als wenn wir das weniger tun. Ja, und dann mitmachen. Also das Tolle bei Open Source ist halt, das ist eine offene Einladung für jeden, der was beitragen kann, auch wichtig, mitzumachen. Jeder kennt das vielleicht auch, Aktivistengruppen, Bürgerinitiativen, da hat man oft auch welche, die können nicht viel beitragen. Das ist zum Teil toll, die geben dann irgendwie Support, moralisch finden das gut, ab und zu nervt es auch. Also es ist schon auch wichtig, mitmachen ist so eine zweischneidige Sache. Wie gewinnen wir diejenigen, die wirklich etwas beitragen können? Und deswegen für mich eigentlich relativ logisch, so eine Neuentwicklung wie die Gemeinwohlökonomie als einen Open-Source-Ansatz zu sehen. Weil wenn hier schon Unternehmer für Unternehmer Kulturwandel ersinnen, ja, das ist gut. Die haben was beizutragen. Die kommen aus der Praxis. Ja. Natürlich sind auch andere Berater und Wissenschaftler hilfreich und wichtig. Aber es geht beim Mitmachen darum, darf ich? Das ist die erste Frage. Open-Source sagt ja und kann ich. Dann sei willkommen. Und so hat Open Source inzwischen viele Lebensbereiche erfasst. Das fing an bei der Software. Mittlerweile gibt es Open Source Geräte, Open Source Pharma, Design-Elemente. Viele Sachen, die geschützt worden sind, haben neue Bewegungen erhalten, wo man teilt, wo man Wissen teilt und merkt, wow, in diesem Sharing, im Austausch passiert ganz viel Neues. Und das ist schon lange kein reines Software-Thema mehr, sondern jetzt auch Firmenkultur. Naja, das war jetzt Theorie. Ne? Was können wir denn machen? Also wenn ich jetzt als jemand, der im Führungskreis einer Firma vielleicht sitzt, mich frage, okay, ich hätte das alles eigentlich auch gerne und wie gehen wir denn daran? Wie groß ist denn unser Wir-Begriff? Das ist durch eine Frage, ja, und das ist auch die entscheidende Frage, welche Betroffenen liegen uns denn am Herzen? Wir hatten das eben. Wenn uns jetzt, wenn wir den Kreis so und so weit, wir sagen, wir haben die Kraft, wir gehen bis zum Mitbewerb und versuchen da mal mehr partnerschaftliches Arbeiten hinzubekommen. Ja? Wenn wir das wollen, sollten wir ja auch so handeln. Aber wir wissen, das ist schwer. Ne?
Und das ist eigentlich aber auch wieder so eine Steilvorlage für den Menschen in jedem von uns, denn wir sind ja von Natur aus erfinderisch, also jeder von uns. Das ist, und da kann man lange sprechen über Erziehungssystem und Schulsystem etc. Vom Grundsatz her hat der Mensch sich immer, wenn es schwer war, Werkzeuge bedient. Und die waren nicht da, ja, man findet vielleicht eins, aber zum Teil werden die auch erfunden und gefunden. Und hier haben wir keinen Strom mehr. Einfach ein. Das Ding geht noch, oder? Ja. Ist ein Stromausfall beim irgendwo hier in der Stromversorgung. Ja, jetzt kommt natürlich zum eigentlichen Teil. Was ist denn jetzt die Gemeinwohlökonomie? Und da brauche ich wirklich Bilder, weil das ist sonst ja, da gibt es ja eine Gemeinwohlmatrix, die man zeigen kann, etc. Aber das ist einfach jetzt hier eine relativ tote Klamotte. Gib mir eine Sekunde. Okay, lasst mich kurz sammeln. Ich will es versuchen, offline hinzukriegen. Wir sind bei der Frage gewesen, Werkzeuge. Und wir haben uns überlegt, Mensch, eigentlich wollen wir im Sinne eines Mitgefühls handeln. Eigentlich wollen wir als Unternehmen auch möglicherweise auf einen neuen Weg geben, etwas Ergänzendes hinzugeben. Und wir haben gesagt, wenn Menschen vor Herausforderungen stehen, und das ist eine Herausforderung, dann geben sie sich Werkzeuge. Wir haben gesprochen über Werkzeuge, wir sagten, es gibt die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten. Das ist mit der beste Weg, wie man im Austausch mit Gleichgesinnten zu neuen Erkenntnissen kommen kann. Und so ist die GWÖ entstanden. Die GWÖ ist ein Instrument, das im Austausch mit Gleichgesinnten all diese Anspruchsgruppen, wir hatten die blauen Kreise hier vorhin, ne, das sind alles Betroffene unserer Arbeit, das sind Menschen, die in irgendeinem Grunde in Stakeholder auf Englisch ein Interesse an dem haben, was wir tun, ist die einfachste Antwort, die sich die GWÖ als ein Werkzeug gegeben hat, um mal zu dokumentieren, kommen wir denn voran und was müssten wir denn eigentlich tun, mal als eine Matrix. Hat jemand ein ThinkPad-Netzteil von euch? Zufällig? Ja. Willst du kurz mal die GWÖ vorstellen? Das geht hoch hin. Kommt wie ein Engel, das ist dann so oft bei solchen Geschichten, und ist der Mega-GWÖ-Spezialist. Ich kann kurz die Technik fixen und du kannst die GWÖ erklären. Das ist okay. Super. Vielen Dank, Gerd. Also ich habe mir gedacht, ich muss jetzt doch als Volontär auf die Bühne, wenn er Schwierigkeiten mit der Technik hat. Die GWÖ-Matrix ist entwickelt worden von einer Gruppe von Unternehmern. Hört man mich? Ich habe jetzt hier alles. So ist es besser? Ah, genau. Okay, also die GWÖ-Matrix ist eine Bilanz und die ist entwickelt worden von einer Gruppe von Unternehmern, die interessiert sind an Gemeinwohl. Und Gemeinwohl heißt für eine Firma nichts anderes, als dass man die Aktivitäten der Firma platziert in der Gesellschaft und abbildet, was tut die Firma in der Gesellschaft? Und jetzt muss man sich die Matrix relativ einfach vorstellen. In der Vertikalen sind die Anspruchsgruppen angesiedelt und da gibt es Lieferanten, da gibt es Finanziers, da gibt es Kunden, da gibt es Mitarbeiter, da gibt es die Gemeinschaft, also Staat, Gesellschaft. Und in der Horizontalen, und das ist jetzt ein wesentlicher Unterschied, wenn ihr vielleicht die Diskussion zu Nachhaltigkeit und Corporate Responsibility kennt, der wesentliche Qualitätsunterschied zwischen der Gemeinwohlmatrix und dieser üblichen Diskussion ist, dass die Gemeinwohlmatrix sagt, wir brauchen einen Bezug auf Ethik, auf ethische Werte. Und die ethischen Werte sind Menschenwürde, die sind jetzt in der Horizontalen angesiedelt. Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Ökologie und Demokratie und Transparenz. Und jetzt kann man sich in der Matrix-Denke vorstellen, ich gehe jetzt rein in die Anspruchsgruppe Mitarbeiter und frage mich dann, was tut das Unternehmen in Bezug auf Mitarbeiter und Menschenwürde? Oder in Bezug auf Mitarbeiter und soziale Gerechtigkeit? Oder in Bezug auf Mitarbeiter und Demokratie? Und ich will das jetzt mal einfach an Beispielen erläutern. Ah, okay. Tick mich an, wenn ich aufhören soll.
Ich erläutere das noch ganz kurz an Beispielen, dann kommt Ulf wieder. Also was tut das Unternehmen zum Beispiel für Mitarbeiter und Menschenwürde? Da kann man einerseits in Emerging Countries nachschauen und dann kommt man sicherlich auf Themen wie Forced Labor, Kinderarbeit, die man vermeiden will, wo man als Unternehmen dafür auch Rechenschaft ablegt. Viele Unternehmen machen das eher defensiv, aber in der Gemeinwohlökonomie machen die Unternehmen das aktiv und nicht nur um Risiken abzuwenden, sondern um wirklich sicherzustellen, dass niemand durch die Firmenaktivitäten zu Schaden kommt. Ja. Das heißt also, die Firma stellt dar, was tut sie in Bezug auf die Achtung der Menschenwürde bei Mitarbeitern in Indien, China. Aber das Thema ist auch relevant hier. Menschenwürde heißt zum Beispiel hierzulande Work-Life-Balance. Und auch da wieder hat die Firma eine Chance darzustellen, was tun wir, damit keiner mehr als 35, 40 Stunden arbeitet. Wir wollen nicht, dass unsere Leute ihre Lebenssubstanz kaputt machen. Und was bieten wir an, damit diese Work-Life-Balance existieren kann? Um das Beispiel jetzt noch abzurunden, was tut die Firma in Bezug auf Mitarbeiter und Demokratie? Da gibt es dann unterschiedliche Ideen zur Mitarbeiterpartizipation, Mitwirkung, klassisches der Betriebsrat. Aber es geht auch wesentlich weiter, indem man Mitarbeiter zum Beispiel mitentscheiden lässt bei der Gewinnverwendung. Also das ist so ungefähr das Fortschrittliche, was wir kennen. Aber das sind die Gedankenansätze, die in der Gemeinwohlökonomie drinstecken. Und wir haben in Berlin zum Beispiel alleine 10 Unternehmen, die sich jetzt bilanzieren. Und insgesamt gibt es weltweit, also die Bewegung ist jung und auf dem Deutsch- und Italienisch- und Spanischsprachigen Raum bis jetzt noch begrenzt. Aber es gibt schon 200 Unternehmen, die angetreten sind, diese Gemeinwohlbilanz zu machen. Und das bedeutet, dass es Unternehmer sind, die tatsächlich ihre Firma und ihre Aktivitäten mit Blick auf das Gemeinwohl darstellen. Es geht also nicht nur um Profitmaximierung und Profit für die Firma, sondern es geht darum, dass man die Firma darstellt, was tun wir in der Gesellschaft. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt kommt Ulf wieder. Vielen Dank, Gerd. Das war wirklich der sprichwörtliche Engel, der dann ab und zu kommt. Außerdem machst du den Talk eh viel besser als ich. Ich greife den Punkt auf. Nochmal zusammenfassend ist das wirklich Neue, schlicht und ergreifend, dass wir halt neben die bisherige Geld Finanzsicht eben auch das Gemeinwohl daneben stellen. Das ist also nicht ein Entweder-Oder, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, sondern dass wir das kombinieren. Das Interessante ist letztlich halt, das hat einen dreifachen Vorteil. Ja. Wenn ich ethisch handle im Unternehmen, habe ich die Chancen, dass es die Mitarbeiter loyaler sind, Kunden sind loyaler und ich habe auch Möglichkeiten, dass in diesem Bemühen auch anderes zu tun, Innovation herauskommt. Das wäre nochmal jetzt so meine wesentliche Zusammenfassung dessen, was eine Gemeinwohlökonomie vom Grundsätzlichen her bringt. Die Frage ist, kommen wir voran? Wie stellen wir fest, ob wir vorankommen, wenn wir in der Firma so etwas einführen wollen? Und jetzt, wie Gerd ausgeführt hat, wenn man sich überlegt, wer sind denn die Stakeholder, mit denen wir täglich arbeiten, die betroffen sind von unserer Arbeit, dann kann man diese Matrix aufmachen und die wollte ich euch eben zeigen. Deswegen war das so ein bisschen schwierig, das jetzt, aber du hast super gemacht, das in der Luft zu illustrieren. Wirklich im Wesentlichen Anspruchsgruppen, so ist es also ein Begriff, wer einen besseren hat, soll, der möge ihn sagen. Anspruchs, also halt Stakeholder gegenüber den Werten, die wir eigentlich verwirklichen wollen. Und dann ein Katalog von Einzelkriterien und dahinterliegenden Handlungsmöglichkeiten, die erlauben, das ist wie eine Balanced Scorecard eigentlich, wer das aus der Firma kennt, ein bisschen zu quantifizieren, kommen wir voran, wo stehen wir? Also ich greife mal ein Beispiel raus, ethisches Verkaufen ist halt was anderes als über den Tisch ziehen, eine ganz andere Wertschätzung gegenüber den Kunden, die sich daran zum Ausdruck bringt und wenn man sich jetzt damit beschäftigt, okay, ich kann mir maximal 50 Punkte vergeben, mit wem spreche ich denn im Haus, um zu überlegen, wo stehen wir denn da? Was würden wir uns denn auf einer Skala von 0 bis 50 für ein Ranking heute geben, wie ethisch wir verkaufen? Da merkt man, so eine Skala will ein bisschen normiert sein, was ist denn da 50 und so. Das sind alles Dinge, also sowohl diese Kriterien als auch die dahinterliegenden Skalen, die sich Unternehmer in Arbeitsgruppen gegeben haben.
Und ganz ähnlich jetzt nur an dem Beispiel, wie können wir die ökologischen Auswirkungen reduzieren von dem, was wir machen. Das Wesentliche ist für mich auch darin, dass hier Dialoge entstehen in der Firma. Es macht keinen Sinn für einen Geschäftsführer, sich das alles selbst auszudenken. Du kannst es machen, das ist okay, aber du willst doch eigentlich mit deinen Leuten ein Haus führen. Plötzlich kommt auf mich im Vertrieb der Chef zu und fragt dann mal, wir müssen mal reden, schwieriges Thema, wie ethisch verkaufen wir denn eigentlich? Was setzt das in Gang in einer Firma, wenn der Geschäftsführer oder wo immer der Impuls herkommt, so einen Dialog eröffnet, wo bis hier alle dachten, Quartalszahlen müssen stimmen, bam, bam, bam. Ja, die Zahlen müssen wahrscheinlich weiterhin auch das Unternehmen ernähren. Und trotzdem kommt so viel Neues hinzu an Bereicherung für das Unternehmen, sich auch nur zu erlauben, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Also für mich, also auch den Aspekt, wie werden Firmen beweglicher? Ja? Ein unglaubliches Einfallstor für viele sinnvolle Dialoge. Gerd sprach es schon an, es haben schon viele Unternehmen eine Bilanz gemacht. Also Bilanz machen heißt eben mal die Matrix für sich ausfüllen und überlegen, wo stehen wir denn? Viele Länder, viele Gruppen, viele Unterstützer, auch große Firmen, nicht nur Ökofirmen. Sparda Bank ist zum Beispiel ein bekannter Vertreter. Am Sonntag, wen es interessiert, ist bei der GLS Bank hier in Berlin ein Vortrag von Christian Felber, den man da im Bild auch sieht, der die Bewegung ins Leben gerufen hat. Also es tut sich viel. Eine spannende Frage ist natürlich dann, wie kommen die Bewertungen zustande? Das ist auch wieder so ein Stück weit Open Source hier an der Stelle, weil da ist die GWÖ halt eine echte Weiterentwicklung gegenüber vielen anderen Ansätzen, die es ja schon gibt. Wer das Stichwort Corporate Social Responsibility, CSR, kennt, da versuchen Firmen schon lange, sich sowas zu geben. Das Bemerkenswerte ist hier, dass es die Unverbindlichkeit aus dem CSR-Prozess rausnimmt und eine klare ethische Grundlage gibt, die Standards setzt. Das geht wahlweise in einer von drei Stufen. Ich kann mich selber einschätzen in meiner Firma. Ich kann mich in so einem Regionalkreis mit anderen Firmen zusammensetzen und sprechen. Wie macht ihr das denn eigentlich, ethisch verkaufen? Was heißt denn das für euch? Und gerade wenn das verschiedene Branchen sind, ist das vielleicht ein sehr befruchtbarer Dialog. Und ich kann mich zertifizieren lassen. Und entsprechend ist der Nutzen halt, dass ich ein internes Steuerungsinstrument gewinne und diese Dialoge in Gang kommen, dass ich in einen regionalen Austausch komme, der nochmal ganz viel Lernen einfach möglich macht und eigentlich erst als ein Nebenprodukt, das ist auch zu vielen anderen Instrumenten der CSR ein Unterschied, ist das ein Nebenprodukt, damit an eine Öffentlichkeit gehen zu können und sich dann sagen zu können, Mensch, wir haben so eine Punktzahl. Gut, das kommt auch erst noch, weil das natürlich wachsen muss, aber ist nicht das Ziel, hier sich einen schicken grünen Report zu geben, wie toll wir sind, was Umweltfragen betrifft, sondern das Ziel ist wirklich, intern etwas zu verändern. Wie kann ich mitmachen? Das gibt verschiedene Möglichkeiten. Und auch wieder ganz Open Source, erstmal die Bilanz runterladen, mal angucken. Ja, ich gebe den Link gleich am Ende. Oder auch Open Source, eben nicht nur PC, sondern eben auch mal halt sprechen mit Menschen. Ich kann da hingehen, in Berlin trifft sich alle paar Wochen ein Regionalkreis. Ja. Und ich kann die Bilanz mal anfangen, auch selbst für mich abzuschmecken. Was hieße das denn, wenn wir das machen würden? Ja, und vielleicht im Regionalkreis in den Austausch treten mit Gleichgesinnten, wie das laufen kann. Wir hatten im Zuge einer Xing-Gruppe, die Gerd ins Leben gerufen hat, vor kurzem da auch einen Unternehmer da, der wirklich auch mal vor einer Runde aus dem Nähkästchen erzählt hat. Und das ist auch nochmal ein ganz anderer Spin, als wenn ich hier stehe. Florian Gerul, wer Ökofrost kennt, für ihn, sagte er, waren, und das gibt es in einer Kurzfassung auf YouTube, leider nicht das ganze Interview, die wesentlichen Dinge, ist, ich kann einfach damit anfangen. Das sind Sachen, die ich eh machen möchte. Ja, ich möchte meine Firma eigentlich so aufsetzen. Ich möchte, dass wir uns am Gemeinwohl orientieren. Ich möchte, dass wir wertschätzend umgehen mit allen Menschen, mit denen wir Kontakt haben. Und ich muss nicht mit einem leeren Blatt Papier anfangen. Ich muss das Rad nicht neu erfinden. Da ist schon viel da, was Leute wie ich sich ausgedacht haben. Für ihn der größte Bringer bei dem Thema. Zusammenfassend, wie kommt Gemeinwohlorientierung in die Firma, ist ja die Ausgangsfrage gewesen. Wir haben hier mit der GWÖ ein Open-Source-Modell für Unternehmenskulturwandel, für eine echte, gelebte Corporate, also ein Wahrnehmen unserer Verantwortung als Unternehmen. Wir haben eine Verantwortung, die drückt sich aus in gelebter Wertschätzung und hier ist ein Instrument entstanden von Unternehmern für Unternehmer, um das in die Wege zu leiten. Wichtigster Impuls, kommt zu einem Gemeinwohlökonomie-Treffen, sprecht mit Leuten, die das machen, bringt euch ein, stellt Fragen, bringt euren Vorgesetzten und Kollegen mit und
guckt es euch an, probiert es aus, ladet es runter, schaut euch die Materialien auf den Webseiten an und auf die Art und Weise kann auch bei euch der Schritt zu mehr Gemeinwohl und mehr Miteinander, mehr Wertschätzung im Arbeiten gelingen. Und das Ganze als Teil einer weiteren großen Open-Source-Bewegung. Vielen Dank. Ach, und ich vergesse als Call to Action, genau, am Sonntag bei der GLS Bank, wie gesagt, ist eine Veranstaltung, wo man den Gründer der GWÖ hören kann, vielleicht auch sprechen. Und GLS Bank öffnet sich dem Thema auch gerade sehr stark, passt bei Ihnen natürlich auch rein. Sonntagvormittag hier in Berlin. Dankeschön. Wenn noch Fragen sind, bin ich noch ein bisschen hier. Ja, ja, sorry für den Ausfall. Horror. Habt ihr noch Fragen, die wir jetzt... War das, was ihr wissen wolltet über Open Source? Mal alle, pardon, über GWÖ, mal alle Hand hoch, die sagen, jawohl, das war, was ich wissen wollte. Das sind doch fast alle. Dann scheine ich alle Fragen beantwortet zu haben. Ja. Dann. Ah. Katrin. Du hast in deiner schriftlichen Voreinkündigung auf der Homepage geschrieben, dass du das auch durchaus zum Teil kritisch siehst und ein bisschen zu über die Stränge geschlagen manchmal. So habe ich es zumindest verstanden. Was mich interessieren würde, wären Kritikpunkte oder Denkanstöße, was man weiterdenken könnte oder wie auch immer. Ich muss jetzt nur leider weg, mein Kollege hört die Antwort. Ja, Katrin, danke. Ja, ich meine, das ist was Neues, deswegen will ich eigentlich mich echt zurückhalten mit Kritik, weil ich will, dass es wächst und gedeiht. Das ist ganz wichtig vorausgesetzt. Die Frage der Bewertungsmaßstäbe, da lernt natürlich jetzt die versammelte Unternehmerschaft, die das vorantreibt, ja, einfach unterschiedliche Sichtweisen verschiedener Branchen kennen. Und natürlich, wenn ich halt anfange, Punkte zu vergeben, da kommt es auch dann zum Schwur. Ne? Ist irgendwie jetzt, also welche Art von, wir hatten eben das Beispiel, von welcher Art zu verkaufen, ist denn ethisch und wie ethisch? Ich glaube, hier lernt die Bewegung jetzt ein Stück weit in den nächsten Jahren, wenn noch mehr Unternehmen dazukommen, andere Perspektiven kennen. Es sind natürlich jetzt zu Anfang sehr viele Aktivisten, die halt ohnehin immer schon sowas wollten wie eine Gemeinwohlökonomie. Und das Ziel ist ja zugleich, Unternehmer zu erreichen, die auch mehr im Mainstream sind. Die große Spannungsfrage ist einfach jetzt, wie schaffen wir aus einer Aktivistenperspektive die Anschlussfähigkeit an die Unternehmer. Und das ist ein Punkt, da wird sicherlich bei der Frage der Bewertungsskalen einiges zu besprechen sein, dass halt sowohl branchenübergreifend das funktioniert oder auch nicht, man hat dann halt mehrere Skalen für verschiedene Branchen, als auch, dass die Ziele, die gesteckt werden, was ist denn die höchste Punktzahl, ne? Eine Balance finden aus einer Anschlussfähigkeit. Und aber eben auch, dass man nicht zurückfällt hinter den Wunsch, dass sich hier etwas ändert. Also das Schlimmste für eine GWÖ wäre, wenn das versagt unter dem Greenwashing, wie so viele andere auch gut gemeinte Initiativen. Ich glaube, das wird nicht passieren, weil das eben nicht von der Uni kommt oder von der Regierung, sondern wirklich ein Tool ist, das Unternehmer sich selber geben. Und wenn es diesen Praxisbezug behält und Unternehmern wirklich real hilft, nicht so sehr ideologisch, sondern sehr pragmatisch, im Unternehmen Veränderungen zu bewerkstelligen und zu schaffen, dann hat die GWÖ ihr Ziel erreicht, aus meiner Sicht. Noch jemand eine Frage? Wir scheinen nur noch eine Sekunde zu haben. Der nächste Speaker ist noch nicht da, auf jeden Fall. Gut, dann nochmal vielen Dank.